Das Exekutivkomitee der UEFA hat Deutschland den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußball-EM 2024 gegeben. Erleichterung bei der deutschen Delegation um DFB-Präsident Reinhard Grindel und den künftigen EM-Botschafter Philipp Lahm. Nach der EM 1988 richtet Deutschland nun zum zweiten Mal eine Euro aus. Und der DFB hofft nach dem blamablen WM-Aus in Russland auf eine stimmungsvolle Wiederholung des Sommermärchens 2006 im eigenen Land. Der einzige Mitbewerber Türkei ging nach den fehlgeschlagenen EM-Bewerbungen 2008, 2012 und 2016 erneut leer aus. 12 Mitglieder des Exekutivkomitees stimmten für Deutschland, 4 für die Türkei, eine Stimme war ungültig.